Nächster Redner ist Franz Essl, Bauer aus Damsweg im Lungau, ÖVP. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine geschätzten Damen und Herren auf der Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich wende mich ganz bewusst explizit auch an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil für Sie ist ein guter Tag, wenn wir heute die ökosoziale Steuerreform beschließen. Diese ökosoziale Steuerreform passt genau in dieses Konzept, das die ÖVP seit Joschi Riegler verfolgt, nämlich nach dem Prinzip der ökosozialen Marktwirtschaft. Und das zentrale Element dieser ökosozialen Steuerreform ist ganz klar. Wir wollen die Menschen in diesem Land entlasten. Ich darf auch darauf hinweisen, dass es eigentlich die zweite Etappe ist dieser Steuerreform. Die erste Etappe haben wir bereits 2020 beschlossen. Damals haben wir den ersten Steuertarif bereits abgesenkt von 25 auf 20.000 Euro für diejenigen, die wenig verdienen. Zwischen 11.000 und 18.000 Euro ist diese Gruppe. Wir haben den Kinderbonus damals schon eingeführt und ich darf auch für die Bäuerinnen und Bauern noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir damals einige begrenzende Faktoren, was die Vollpauschalierung betrifft, gestrichen haben, die 120 Vieheinheiten, die 60 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und einiges anderes mehr. Jetzt, heute, beschließen wir diese zweite Etappe und Kernpunkt dieses Beschlusses ist wiederum die Absenkung von Steuertarifstufen, nämlich die der zweiten betrifft zwischen 18.000 und 31.000 Jahreseinkommen von 35 auf 30%. Und die Tarifstufe 3 betrifft diejenigen zwischen 31.000 und 60.000 von 42% auf 40%. Sie sehen also, die unteren Stufen haben wir wesentlich mehr abgesenkt als die oberen Stufen. Es wird auch der Familienbonus angehoben von 1.500 auf 2.000 Euro. Und das betrifft sehr, sehr viele Familien in Österreich. Auch der Kindermehrbetrag von 250 auf 450 Euro. Und was ganz wichtig ist, und da darf ich mich beim Herrn Finanzminister, bei dir, lieber Magnus Brunner, herzlich bedanken auch, dass in der Zukunft nicht nur die Alleinerzieher mit einbezogen werden in dieses Paket, sondern dass zum Beispiel auch pauschalierte Betriebe und hier wieder die Botschaft an die Bäuerinnen und Bauern auch in der Zukunft davon profitieren können. Ja, ein wesentlicher Punkt ist auch die CO2-Bepreisung. Soll ja klimarelevant sein und soll das Klima fördern, diese Steuerreform. Aber der Klimabonus für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gleicht dieses aus. Und es gibt auch hier wieder eine besondere Regelung für die Bäuerinnen und für die Bauern. Für die Wirtschaft gibt es natürlich mehrere Maßnahmen, die angesprochen werden. Investitionsfreibetrag wird erhöht, die Senkung der Körperschaftssteuer und vieles andere mehr. Sozialversicherung, es gibt in der Zukunft eine gestaffelte Regelung zum Vorteil der Geringverdiener, das heißt eine Beitragssenkung. Und ich bedanke mich, und da darf ich mich an den Gust Wöginger wenden, weil er derjenige war und maßgeblich auch dazu beigetragen hat, dass es für die Bäuerinnen und Bauern eine weitere Absenkung des fiktiven Ausgedinges auf letztendlich 7,5% geben wird. Wir haben also eine ökosoziale Steuerreform. Der ökologische Effekt für die Umwelt und für die Natur ist in hohem Maße gegeben. Der soziale Effekt für Familien und Geringverdiener ist in hohem Maße gegeben. Und es ist ein wirtschaftlicher Effekt, der in etwa 30.000 Arbeitsplätze schafft, der den Faktor Arbeit bis 2025 um etwa 4,3 Milliarden Euro entlastet. Und es ist eine Steuerreform, die Klimaschutz belohnt, eine Steuerreform, die Schwerpunkte setzt, eine Steuerreform, die Anreize gibt und eine Steuerreform, von der jeder Bürger in Österreich profitieren wird. Und darum sollten wir der auch breit zustimmen.